Läuft. Hi. Hi, Mama hat mir gerade geschrieben, habe jetzt einen Monitor von HP, 27 Zoll. Nice. Das ist ja, den ich zu Hause habe, wahrscheinlich. Ich möchte kurz an Mutti, guckt das vielleicht später auch, an ein Weihnachten erinnern, an dem ich mir 21 Zoll oder größer gewünscht habe. Ich bekam 20. Enttäuschend. Ja. Ich töte gerade viele Kühe. Ja, willst du Ja, vielleicht ja, 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 anmelden? ja, 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 ja. Hast du violette Festung rausgenommen? Habe ich. Sehr gut. Habe ich, habe ich. Oh, guck mal, so könnte ich auf dem reiten. Ja. Wir haben gerade zum Mittag bestellt. Natürlich haben wir das. Es gibt Burger. Von der Burger Lounge in Hamburg. Diese möchte ich empfehlen. Sie ist gar nicht schlecht. Du darfst da, glaube ich, sitzen bleiben. Ach so. Ich nehme noch einen Schluck. Verzeiht mir dies, liebe YouTube-Gemeinde. Von deinem teuren Wasser. Wie süß sie flüstern. Ja. Was? Ist ein bisschen flirty. Raus damit. Raus Sei damit. sicher. Hier ist auch noch einer, ne? Da. Ja. Ja, die habe ich schon. Die sind ganz schön hässlich. Ja. Wo kommt diese Spinne her? Hä, wo kommt die her? Ich mach die kaputt. 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 Mit Radauz und Ratatum. Liebe Leute, lasst mich doch denken. Ich bin den Leuten immer zu langsam. Nö. Man muss auch mal entschleunigen. Es geht ja heutzutage eh schon alles so schnell. Sepp hat mir gerade eine gute Idee geschickt, gezeigt. Habt ihr euch wieder nackt betrachtet? Nee, er hat mir bei Thomann einen Limiter gezeigt. Ich verstehe dich nicht, der Kaffee blubbert so laut. Ich warte, bis er fertig geblubbert ist. Wie lange dauert sowas denn? Je nach Konsistenz. Es hört sich so an, als wäre dieser Kaffee zu stark. Er hat mir einen Link zu einem Limiter gezeigt. Das heißt, dass Jochen dann nicht mehr so schreit. Es wird automatisch runtergepegelt. Jetzt muss Jochen als Chef dieser Firma nur noch zustimmen. Das wird der schwierigste Teil. Weil er vermutlich die Notwendigkeit da noch nicht so sieht. Genau. Und erst dann kann ich ihn bestellen. Weil er hat mal zu mir gesagt, hier für Kleinigkeiten kannst du die Daten nutzen. Leider ist das keine Kleinigkeit. Jetzt habe ich die ganze Zeit die zitternde Katze neben mir. Dann scroll doch ein bisschen weiter hoch oder runter. Ja. Ach, so. Guck mal, wie der Donnerknall da sitzt da. Manchmal. Da sitzt, sagst du aber nichts. Da wundert man sich, dass das dann doch so geht, ne? Warum habe ich hier unten immer eine trockene Nase? Ich habe gerade eher eine Schnoddernase. Wir bräuchten hier mal einen Luftbefeuchter, so einen Brunnen, so einen stylischen. Oder es gibt auch so Dinger, die du an die Heizung hängen kannst. Ja. Da dich früher einen kleinen Geist. Gleicher. Oder ich nehme einfach eine Sprühflasche
und sprühe dich regelmäßig an. Das wäre auch nett. Aber nur in den Nasenbereich bitte, wenn sich das einigt. Das kann man so nicht zielen. Ach, selbstverständlich nicht. Wo denke ich hin? Da muss man dann nehmen, was kommt. An Feuchtigkeiten. Ich muss heute Abend den nervigsten Teil waschen, den es zu waschen gibt. Deine schmutzigen Unterhosen. Nee. Hemden. Das ist ja immer nur so eine Schnur. Hemden. Nee, tatsächlich Handtücher und Bettwäsche. Die sind im Waschbereich, ist das alles okay, aber das Aufhängen ist nervig, wenn man eine kleine Wohnung hat. Man hat quasi ein großes Zelt, eine große Höhle. Das klingt doch super und Paula findet das bestimmt geil. Ja, das stimmt. Muss so viel lüften, ne? Ja, lüften ist eh meine Stärke. Guten Tag, Thomas, ich kann gut lüften. Ich kann gut lüften. Das schreibe ich in die nächste Bewerbung. So, ich gehe mal hier an den Eingang, ne? Ja, mach das. Hier. Die Stimme ist so geil. Als wenn er so einen Haufen Schleim im Rachen hat. Hat er ja bestimmt auch. Hier ist die Luft bestimmt auch nicht so gut drin, ne? Nee. So ewig alter Stein. Ja, und er hier. Und dann irgendwelche Zombies nur. Pupsbubble da. Gesundheit! Hier gibt auch schon Schleim. Lars ist ganz doll krank. Wir müssen nachher so ein bisschen tun. So, oh, willst du nicht nach Hause gehen? Hm, das mag der. Oh, geht's dir nicht gut? Gleich kommt nur ein Halt die Fresse oder sowas. Ja. Lars, willst du heute früher Feierabend machen? Nichts. Schon gut. Ich wünsche dir Gesundheit. Und ich habe gefragt, ob es dir nicht so gut geht. Mir geht's immer scheiße. Vor allem, wenn ich euch sehe. Oh, das ist aber nicht nett. Dagegen hilft Ingwer. Wir haben welchen da. Achso, es geht ja schon los. Ja, genau. Ich habe geträumt. Aha. War nicht so gemacht. Sehr mag ich. Schön. Oh, crap. Muss man hier nicht irgendwas andingeln, damit er zufrieden ist? Ja, den Lappen. Das ist ein blauer Lappen in deinem Quest-Gedöns. Aber es geht nicht. Oh doch, geht. Er macht. Ich war zu ungeduldig. Ja. Wieso bist du Infight bei mir? Weil ich cool Ach, bin. Hier vorne, weil der komische Hans Wurst hier schon am Rumdingern ist. Boah. Oh, 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 oh. Das ist gar kein Problem. Vielleicht muss ich langsam anfangen, große Heels anzusetzen. Oh, jetzt kriegt der... Irgendwer hat gerade einen Soulstone gekriegt und ich war es nicht. Hm. Auch nicht so clever. Nun. Ich glaube, ich auch nicht. Ach ja. Ach so. Ich wollte ja über Filme quatschen. Ach ja, du hast ja Filme nachgeholt. Ich habe Filme nachgeholt. Dann erzähl doch mal. Ich habe einen Film gesehen, den du magst. Es war nicht Only God Forgives. Doch. Ach so, darauf wolltest du jetzt wirklich hinaus. Ja. Okay, ja. Sag mal. Was denn? Wie fandest du den? Ja, er war jetzt nicht total doof. Mhm. Aber ich habe da auch jetzt emotional nicht so eine richtige Bindung zu aufgebaut. Ja.
Also wir hatten spekuliert, dass der vielleicht so schlecht weggekommen ist, weil Drive in einem sehr ähnlichen Zeitraum rauskam. Genau, es kam erst halt Drive, auch ja mit, also es ist auch ein Film von Reffen. Ja. Und auch mit Ryan Gosling in der Hauptrolle. Und es war halt so direkt danach. Und der hat sehr, sehr schlechte Kritiken bekommen. Und ich dachte, naja, manchmal liegt es ja auch an der Erwartungshaltung einfach. Da kann so ein Film ja gar nicht unbedingt was dafür. Ja. Dann dachte ich, habe ich den auf meine Watchlist gepackt. Und ich habe ja einen ausgezeichneten Filmgeschmack an und für sich. Ja. Aber bei Filmen, die man nicht kennt, weiß man das natürlich vorher nicht. Und habe halt bei IMDb eine Watchlist angefangen. Und weil Thomas ja gute Filme gucken möchte, tendenziell. Die Hose. Hat er meine Watchlist genommen und geguckt, was er davon auch gerne sehen möchte. Genau. Und da war dann halt auch Only God Forgives bei. Und ich muss sagen, ich habe mich immer davor gesträubt, weil ich dachte, okay, es ist nur der Ryan Gosling Bonus. Den schieben wir mal ganz nach hinten. Aber dann hatte ich irgendwie doch Bock. Und ich muss sagen, das hatte ich ja, glaube ich, auch währenddessen immer wieder gesagt, Finn, wenn es ein asiatischer B-Movie wäre, hätte ich den richtig gefeiert. Aber der ist schon ganz schön kacke, muss ich sagen. Ja. Was Thomas jetzt vielleicht nicht zugeben will, hat sich sehr in die Mutter verliebt. Ja, stimmt. Das kann er jetzt auch so gar nicht leugnen. Ja, das stimmt. Das fand ich schon ein bisschen hot. Aber er ist halt ganz komisch irgendwie. Ja, finde ich auch. Er wirkt so ein bisschen, ja, als ob er vielleicht mehr noch Meta sein möchte. Mhm. Also er hat schöne Bilder, wirklich, wirklich tolle Einstellungen, tolle Kompositionen, tolle Farben. Das stimmt. Aber das reicht halt nicht für einen ganzen Film. Ich finde halt, das macht das wieder sofort, die Bilder sind sofort kaputt, wenn man dann an die Szene denkt, zum Beispiel mit der Mutter und ihm. Weil die war halt, um sowas darzustellen, so diese eigentlich Hassliebe, dafür war sie halt viel zu schlecht dargestellt, viel zu kitschig. So von wegen hier, komm an deine Mutters Brust, so gefühlt. Weißt du, was ich meine? Ja. Und Telefon. Ja, geh doch mal. Und dann vielleicht dem Lars weiterreichen. Ja, dann auch immer sehr, sehr viele sagende Blicke. Aber auch vom Timing her manchmal nicht zu lang, manchmal nicht zu kurz. Du musst nochmal drücken. Entschuldigung, Anne. Also das weiß ich auch nicht. Ja, fand ich ganz genauso. Und was ich so ein bisschen befremdlich fand, war tatsächlich die Karaoke. Ja. Wo ich mich bis heute frage, was die chinesische Mauer im Hintergrund macht. Und es ist die chinesische Mauer. Nun, liebe Leute, ihr müsst ihn nicht sehen. Nee, den muss man tatsächlich nicht sehen. Bei vielen würde ich sagen, hey, fand ich vielleicht nicht gut, aber guckt mal. Aber das war jetzt gar nicht so, ja. Ja. Wenn man abschaltet, von wem der ist und einfach sich auf asiatischen B-Movie freut, dann ist der wirklich gut, dann kann man ihn gut schauen. Dementsprechend aber auch vielleicht ein, zwei Bierchen dabei haben. Ansonsten kannst du lassen. Dann ein nächstes Highlight. Ein nächstes? Weil das jetzt schon so eins war? Oder stimmt. Worauf willst du jetzt hinaus? Nee, No Turning Back. Ja, der heißt im Original Lock. No Turning Back ist tatsächlich, glaube ich, der deutsche Zusatz. Okay. Das wusste ich nicht. Mit Tom Hardy. Toller Film. Das ist ganz, ganz toll zu sehen, wie ein guter Schauspieler einen Film komplett alleine tragen kann. Ja. Man sieht wirklich nur Tom Hardy im Auto. Ja. Und man möchte meinen, das ist ganz, ganz langweilig und würde sich hinziehen. Ja. Aber er kam einem sehr kurz vor. Ja. Und wunderbar, tatsächlich. Kann man nichts anderes drüber sagen. Und ich musste aber sagen, ich hatte ganz viel so ein unbehagliches Gefühl, dass gleich, oh Gott, jetzt geht noch das schief womöglich oder das. Oder da gibt es einige Sachen, die hätten schief gehen können noch. Ja, stimmt.
Und da dachte ich, oh nein, oh nein, oh nein, das möchte ich alles nicht. Aber das geht dann doch vermeintlich gut aus. An welcher Urne muss ich das hier nochmal machen? Da unten tatsächlich. Achso. Habe ich das gemacht? Oh, mir fehlt Ausdauer-Mojo. Hä? Mir fehlt das Mojo dafür. Warum? Ach, weil ich nur eins hab. Ach, scheiß drauf. Naja, gut. Wo geben wir denn nochmal ab? Da kommt hier unten gleich jemand, glaube ich. Okay. Oder warte mal. Nee, mir fehlt tatsächlich Mojo. Nee, doch, der Film ging dann doch so aus, wie man das in so einer Situation erwarten könnte. Ja, Du hast meine Erwartungen übertroffen. Ich fand den richtig gut, ohne Scheiß. Ich war danach derbe schlecht gelaunt. Und das lag aber daran, weil die Thematik mich privat berührt hat und hatte vielleicht auch kurzzeitig ein Tränchen im Auge. Aber ich fand es auch großartig, wie der das geschafft hat, quasi wirklich diesen ganzen Film zu tragen. Und ich fand die Bilder cool, obwohl man eigentlich nur Straße sieht. Ja, aber halt wie es gefilmt wurde mit den Lichteffekten dann halt auch so. Ja. Die aber halt auch wieder so das unterstützt haben, dass ich dachte, da passiert vielleicht noch was. Ja. Die Thematik war cool und toller Film. Unbedingt gucken. Vielleicht nicht, wenn ihr Bock habt, gut drauf zu sein. Ansonsten echt richtig guter Film. Wo müssen wir denn jetzt... warte mal. Ich habe echt nur... Hatten wir darüber schon mal geredet? Ist das die deutsche Stimme von Benedict Cumberbatch? Nee, hatten wir noch nicht drüber geredet. Ich möchte ihn angreifen. Ich glaube, das ist die. Ja. Wenn ich jetzt gestern so an Star Trek denke. Ja. Und ich sagte, wie lustig es wäre, wenn er in Star Trek die deutsche Stimme von der deutschen Sherlock-Stimme gehabt hätte und nicht die von Smaug. Das wäre lustig gewesen, weil dann wäre die Rolle vielleicht nicht ganz so furchteinflößend gewesen. Obwohl ich da sagen muss, dass seine Nasenlöcher sehr unangenehm waren. Ich musste ständig in seine Nase und ich fand den Schauspieler auch nicht wirklich gut. Du magst Benedict Cumberbatch nicht. Vielleicht, du meinst auch Khan, oder nicht? Ja. Spoiler! Ich fand die Rolle nicht vielleicht ein bisschen zu kitschig manchmal. Das war tatsächlich mein einziger Kritikpunkt an dem Film. Und dass er seine Nasenlöcher tatsächlich immer ins Immense aufgezogen hat. Und ich dachte, come on, soll ich da jetzt mit Warp reinfliegen? Muss man vielleicht zum Eingang? Wo gibt man denn ab? Ich weiß nicht. Lass ihn mal zu Ende talken. Okay. Sonst würden die anderen ja auch schon, die wären ja schon geflohen, ne? Ja, die werden wahrscheinlich genug Mojo gehabt haben. Machst du nichts? Ja. Komm schon. Hätte ich ja mal als wir Pause gemacht haben, hätte ich ja mal Deo nehmen können. Ich habe schon wieder das. Vielleicht liegt es auch an dem Platz. Irgendwas mieft. Du wirst es nicht. Oh, neue Schuhe. Erinnerst du dich an die Szene? Aber wir können uns auch noch an den Anfang porten wieder. Aus dem Dungeon teleportieren. Oder da hinten runterrennen. Erinnerst du dich an die Szene, wo wir über die Haare gelacht haben? Ja. Das war so ein Beispiel, fand ich. Das war total drüber. So ja. Seine Artikulation in dieser Szene, wo ich dachte, okay, es könnte jetzt halt auch Marilyn Manson auf dem Rockkonzert sein. Aber komm ich denn hier raus? Der Rest halt hat einfach wettgemacht. Ja. Fantastischer Film. Ich glaube, ich werde mir heute Abend einfach nochmal die Schlussszene angucken, wo die Freundschaft bestätigt wird. Ist ja nicht mal der Schluss. Naja, fast. Halt. Oh, die sind hervorragend. Ach, hier geht man ja. Ach so, jetzt. Ach so. Ja. Okay, ich habe abgegeben. Ich noch nicht, ich laufe noch. Okay. Weil ich den Gang erkunden wollte. Ah, ist doch auch schön. Man muss einfach mal Sachen genießen. Ich habe mir bis jetzt auch noch keinen Trailer zum dritten Teil angeschaut. Sollte ich das tun, Anne? Nee, muss man nicht, aber der verrät auch nicht besonders viel. Okay. Ich habe ihn halt gesehen, weil der lief, glaube ich. Wo läufst du hin? Zum Quest abgeben.
Ah, okay. Du bist da lang gegangen. Okay. Der lief, glaube ich, vor Star Wars. Und was habe ich letztens gesehen? Vor Deadpool lief der auch. Ja. Was kann ich für euch tun? Für die Haare. Level up, ich kann das Schild nehmen. Nice. Den Schild. Mir fehlt noch ein halber Bubble. Dann sind wir 75. Kann halt nicht jeder so cool sein wie ich. Da hast du recht. Mit 75 kriegen wir auch das nächste Talent. Aber das sehen wir in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt. Ja, was heißt es denn? Ich muss gleich mal Deo benutzen. Irgendwie rieche ich streng. Ach so. Bis dann.